Hallo liebe Schüler, heute zeige ich euch, wann eine Normalparabel nach oben oder unten verschoben ist. Dazu drei Beispiele erstmal. Hier haben wir drei Parabeln gegeben, gezeichnet schauen sie wie folgt aus. Bei der blauen Parabel steht hinter dem x hoch 2 plus 2, das bedeutet, sie ist auf der y-Achse um 2 Einheiten nach oben verschoben. Ihr Scheitel hat die Koordinaten 0 und 2 und diese 2 kommt von dieser plus 2. Die rote Parabel ist die Normalparabel, hinter dem x hoch 2 steht keine Zahl oder plus minus 0. Das bedeutet, sie ist auf der y-Achse nicht verschoben. Ihr Scheitel hat die Koordinaten 0 und 0 und diese hintere 0 kommt von dieser gedachten 0. Die grüne Parabel, bei der steht hinter dem x hoch 2 minus 3. Das heißt, sie ist auf der y-Achse um 3 Einheiten nach unten verschoben. Ihr Scheitel hat die Koordinaten 0 und minus 3 und die minus 3 kommt von dieser minus 3. Wir merken uns also Folgendes. Bei der Form y ist gleich x hoch 2 plus ys. Das heißt, hinter dem x hoch 2 steht eine Zahl. Und die Zahl nennen wir ys, weil es die y-Koordinate vom Scheitel ist, gibt es folgende Möglichkeiten. Ist diese Zahl 0, das heißt, da steht keine Zahl, erhalten wir die Normalparabel, nämlich y ist gleich x hoch 2. Ist diese Zahl positiv, dann erhalten wir eine nach oben verschobene Normalparabel. Die hat einen Scheitel 0 und eben diese Zahl, zum Beispiel plus 2. Ist diese Zahl hinter dem x hoch 2 negativ, dann erhalten wir eine nach unten verschobene Normalparabel und die hat einen Scheitel 0 und eben diese Zahl, zum Beispiel minus 3. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Hier ist die Normalparabel gegeben, hinter dem x hoch 2 steht keine Zahl, bzw. plus oder minus 0. Und wenn ich jetzt die Zahl hinter dem x hoch 2 verändere, und zwar positiv mache, dann verschiebt sich die Normalparabel nach oben. Und wird die Zahl hinter dem x hoch 2 negativ, verschiebt sich die Normalparabel um so viele Einheiten nach unten.